Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück, und uns zugeschaltet ist jetzt die SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Grüß Gott, Frau Rendi-Wagner. Schönen guten Tag, Herr Fellner. Frau Rendi-Wagner, Sie haben heute gemeinsam mit Künstlern eine Pressekonferenz gegeben, wo Sie noch einmal massive Kritik an der Kulturpolitik geäußert haben. Was genau passt Ihnen dann da derzeit nicht? Ja, Herr Fellner, wir sehen und hören jeden Tag, dass zum Glück die Infektionszahlen in Österreich in den letzten Wochen sich sehr positiv entwickeln und wir bei einem Minimumstand von 20 Erkrankungen pro Tag sind. Und wir haben in den letzten Tagen und zwei Wochen auch Lockerungen gesehen. Die Geschäfte wurden geöffnet, Sportplätze, Golfplätze wurden geöffnet. Jetzt öffnen auch die Schulen. Man diskutiert darüber, Grenzen zu öffnen, damit der Tourismus anlaufen kann. Aber es gibt eine Branche in Österreich und einen Bereich, über den man bisher überhaupt nicht von politischer Seite, von Regierungsseite gesprochen hat. Das ist der Bereich der Kultur, das ist der Bereich der Künstlerinnen und der Künstler, der Theater, der Filmschaffenden und so weiter. Die haben bisher überhaupt von der Bundesregierung keinen Plan bekommen, wie es eigentlich mit ihnen weitergeht. Die wissen nicht, wann die Theater aufsperren werden, wann sie wieder arbeiten können. Und was bedeutet das? Das bedeutet Planungsunsicherheit. Und viele dieser Künstlerinnen und Künstler haben jetzt über zwei Monate keinen Gewinn, keine Einnahmen, kein Einkommen gehabt, weil viele davon sind ja freischaffende Künstler, die gar kein direktes Anstellungsverhältnis haben. Die haben große Existenzprobleme. Und wenn wir jetzt auch hören, und das habe ich jetzt in den letzten Stunden mit den Künstlern auch gemacht, habe eine Diskussion mit ihnen geführt, dass hinter jedem Künstler stehen ja viele Menschen, auch im Theater, die Garderobierin, die Techniker, viele, viele tausenden Menschen, die Beschäftigung haben und auch deren Existenz ist bedroht. Und wir sind eine Kulturnation, und was mir hier jetzt fehlt, gerade in dieser Corona-Krise, ist ein klares Bekenntnis, eine klare Haltung und Positionierung seitens der Politik, seitens der Bundesregierung. Offenbar hat man hier auf die Künstlerinnen und Künstler vergessen. Sie fordern damit eigentlich eine sofortige Öffnung von Kulturinstitutionen. Verstehe ich das richtig? Also Ihrer Meinung nach sollten Theater, aber auch Konzerte ab sofort wieder öffnen? Na, es gibt die klare Forderung seitens der Künstlerinnen und Künstler, dass man die letzten Wochen hätte nützen müssen, sich zu überlegen, welche Sicherheitsregeln braucht es, damit sie wieder ihre Arbeit machen können, damit sie wieder Filme drehen können, damit sie im Theater wieder spielen können, damit sie wieder Lesungen halten können. Welche Sicherheitsabstände braucht es im Publikum? Welche Sicherheitsvorkehrungen braucht es auf der Bühne, hinter der Bühne? Diese Regeln hätte man jetzt in den letzten Wochen seitens der Bundesregierung zusammen mit den Experten, zusammen mit den Künstlern erstellen sollen. Nichts ist passiert. Es gibt keine Regeln bisher, die klare Vorschreibungen machen und klare Vorgaben machen, wie man zum Beispiel eine Theatervorstellung vielleicht in ein, zwei oder drei Monaten unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen doch durchführen kann. Und das ist ein großes Versäumnis und das muss jetzt dringend nachgeholt werden. Es braucht jetzt Regeln, wie der Kulturbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Es braucht klare Regeln auch, wie wir die Existenzen dieser Künstlerinnen und Künstler, und viele verdienen ganz wenig, das sind junge Nachwuchskünstlerinnen und Künstler, wie wir diese Existenzen retten. Auch darüber muss man Sorge tragen, und wie Kulturinstitutionen, wie Theater weiter in dieser Krise, wenn sie keine Tickets jetzt zwei Monate verkauft haben und vielleicht weiter keine Einnahmen haben, wie wir die über diese Krise hinaus retten. Und ich habe gesagt, mit Ihnen auch diskutiert, mit den Künstlern, da braucht es jetzt ein Sofortprogramm und eine Perspektive von vielen Jahren. 3 Jahre habe ich einmal so gemeint, dass hier Geld in die Hand genommen wird, um die Künstler zu unterstützen, die Kulturinstitutionen zu unterstützen und notwendige Investitionen zu machen. Wir dürfen als Kulturnation darauf nicht verzichten. Da braucht es eine klare politische Haltung, die vermisse ich sehr.
Und da haben Sie ja heute ein Hilfspaket von 1 Milliarde Euro gefordert für die Kunst- und Kulturszene. Naja, wenn man nach Deutschland schaut oder Luxemburg, die Schweiz, das sind Länder, die sind nicht gerade irgendwo, das sind unsere Nachbarländer, die alle haben Corona jetzt in den letzten Wochen durchgemacht. Dieselbe Entwicklung wie wir, haben Shutdowns gehabt und die haben klare Kulturunterstützungsprogramme. Die haben Hilfsprogramme für die Künstlerinnen und Künstler, für die Theater, für andere Bereiche der Kunst- und Kulturszene, zum Beispiel Entschädigungszahlungen für alle Gewinnentgänge, weil die Tickets nicht verkauft werden können. In Österreich gibt es das nicht. Die werden einfach allein gelassen. Und da gibt es dann ein paar Hilfsfonds, die seitens der Bundesregierung in den letzten Wochen genannt wurden und zur Verfügung gestellt wurden. Und die Künstlerinnen und Künstler haben heute erzählt, dass sie kaum ein Geld daraus bekommen. Das braucht oft Wochen. Dann ist es 1.000 Euro, von dem können sie kein kleines Theater erhalten. Sie können die Schauspieler damit nicht zahlen, die in der Zeit auch nichts verdienen. Und sie können schon gar nicht davon leben. Es ist zu wenig, es ist zu bürokratisch und es kommt viel zu spät. Da braucht es ganz andere substanzielle Unterstützung. Vergessen wir nicht, dass Österreich seit Jahrhunderten eine Kulturnation ist und weiter sein muss. Große Aufregung von Seiten der Künstler gibt es ja auch über die Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek. Da haben die Neos gestern sogar den Rücktritt von Ulrike Lunacek gefordert. Teilen Sie diese Meinung? Ist Ulrike Lunacek als Kulturstaatssekretärin rücktrittsreif? Herr Fellner, was es wirklich braucht, sind sofort Lösungen für die Kulturszene in Österreich. Was es nicht braucht, ist eine Personaldebatte über die Kulturstaatssekretärin. Das löst ja kein einziges Problem, das sichert keine einzige Existenz einer Schauspielerin oder eines Drehbuchautors. Darum geht es. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen Pläne, wir brauchen Regeln, die jetzt ausgearbeitet werden müssen und die sofort umgesetzt werden müssen. Eine Personaldebatte ist politisch vielleicht 1-2 Tage für irgendwen interessant, für mich nicht und für die Künstlerinnen und Künstler auch nicht. Aber ich sage, da gibt es eine Gesamtverantwortung. Eine Gesamtverantwortung der österreichischen Bundesregierung und auch des zuständigen Ministers Kogler, die man ja oft ein bisschen vergisst, weil der ist ja der zuständige Kunst- und Kulturminister. Der hätte die Aufgabe, dem Finanzminister gegenüberzutreten und zu sagen, für die Kunst und Kultur in Österreich braucht es dieses und dieses Geld, sonst überleben die nicht. Und wir schlagen eine Lücke durch Corona, die wir später nie wieder füllen können. Das darf nicht passieren. Ihrer Meinung nach ist eher der Vizekanzler und Minister Werner Kogler jetzt in der Pflicht als die Kulturstaatssekretärin. Sie erwarten sich jetzt von ihm, dass er da tätig wird. Ich erwarte mir von der gesamten Bundesregierung, nämlich auch vom Bundeskanzler, ein klares Bekenntnis, eine klare Haltung zur Kunst und Kultur und zu Kulturschaffenden in Österreich. Kultur und Kunst ist die Essenz unserer Gesellschaft, unseres Lebens. Das haben heute auch die Künstler so gut hier zum Ausdruck gebracht. Ist ja mehr als nur eine reine Arbeit, das ist ja kein Hobby. Das ist viel mehr, das braucht eine Gesellschaft und eine lebendige Demokratie. Auch die braucht Kunst und Kultur. Und wir haben so viel, worauf wir in der Vergangenheit stolz sind, so viele zeitgenössische, aktuelle Künstlerinnen und Künstler. Und wirklich achten wir darauf, dass wir hier kein Loch schlagen, dass uns quasi eine Zukunft ohne Kunst- und Kulturschaffenden in Österreich beschert. Das darf wirklich nicht passieren. Da ist die gesamte Bundesregierung in der Pflicht. Und das kann man nicht an einer einzelnen Staatssekretärin sozusagen festmachen und die verantwortlich machen, weil das Geld, das dafür zur Verfügung gestellt werden muss, kommt natürlich vom Finanzminister. Jetzt haben wir nur noch 1.000 Corona-Kranke aktuell in Österreich. Sie sind Ärztin. Ist es Ihrer Meinung nach wirklich notwendig, diese Maßnahmen, wie wir sie jetzt haben, in dieser Form noch so aufrechtzuerhalten oder kann man da jetzt zurückschrauben? Ja, wir sind auf einem wirklichen absoluten Minimumstand mit 20 Neuerkrankungen pro Tag. Verglichen mit 900 Neuerkrankungen, die im März jeden Tag in Österreich aufgetreten sind.
Natürlich kann man hier mit Lockerungen einhergehen und das ist ja auch schon passiert. Die Schulen werden aufsperren, die Geschäfte haben aufgesperrt, man überlegt Grenzöffnungen. Ich habe auch gesagt, dass ich das Tragen von Masken jetzt unbedingt im Freien würde ich jetzt auch unter den Voraussetzungen, dass die Infektionsdruck und dass der Infektionsdruck so niedrig bleibt und die Entwicklungen so positiv sind, würde ich jetzt auch nicht mehr für dringend erachten. Aber was dringend noch notwendig ist, dass wir gewisse Abstandsregeln in der Öffentlichkeit gegenüber fremden Menschen natürlich einhalten. Und was wir im Kleinwalsertal gesehen haben, wo bei großen Veranstaltungen, Inszenierungen des Bundeskanzlers hier viele Menschen mit weit geringerem Abstand hier zusammengekommen sind gestern, das halte ich für verantwortungslos und das schadet sehr der Glaubwürdigkeit der Politik. Was haben Sie sich gedacht, als Sie diese Bilder des Empfangs im Kleinwalsertal gesehen haben? Na, ich kann Ihnen nur sagen, was einer unserer anwesenden Künstler zu dieser Frage gesagt hat und zu diesen Bildern gestern, der hat gesagt, er wäre froh, wenn er unter solchen Regeln, die der Bundeskanzler für sich angewandt hat gestern, für sich am Filmset anwenden darf, weil er darf nämlich nicht drehen derzeit, weil er die Abstandsregeln und alle Regeln befolgen muss. Er hätte so einen Filmdreh nicht machen dürfen. Man kann nicht mit zweierlei Maß seitens der Regierung messen, das geht nicht. Man kann der Bevölkerung nicht sagen, schaut auf euch, schaut auf einander, haltet Abstand und selbst diese Regeln brechen. Das ist schlecht für die Glaubwürdigkeit der Politik, schlecht für das Vertrauen der Menschen in die Politik. Das halte ich für grundfalsch. Aber muss man die Regeln jetzt nicht wirklich beginnen, noch deutlicher, noch mehr zu lockern? Das ist letztlich eine Entscheidung der Expertinnen und Experten, die ja hoffentlich die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen in allen Regionen Österreichs und auch rundherum genau beobachten. Weil auch so gut unsere Entwicklung jetzt in Österreich ist, die Gefahr besteht ja weiterhin, wenn wir umgeben sind von einigen Ländern, die noch viel höhere Infektionen haben und viel höhere Infektionszahlen haben. Und die Gefahr ist natürlich, dass hier durch die Einschleppung von Fällen aus dem Ausland es natürlich wieder zu einer möglichen Ausbreitung kommt, auch in Österreich. Das heißt, diese Lockerungen müssen natürlich von Wachsamkeit weiter begleitet werden. Ja, vor allem was die Einschleppung betrifft, weil solange das Virus irgendwo weltweit zirkuliert, und das ist derzeit natürlich in hohem Maße noch der Fall, besteht natürlich die Gefahr, dass es wieder nach Österreich kommt. Aber ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung die letzten Wochen dazu genützt hat, dass es nicht zu einer zweiten, sich so vorzubereiten, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass es zu einer zweiten großen Welle in Österreich kommt. Kleine regionale Ausbrüche, sogenannte Mini-Peaks, wie die Experten sagen, die kann es immer wieder geben. Aber das große Ziel ist das, dass es nicht zu großen Ausbreitungen und zu einem großen Anstieg, wie wir es im März gesehen haben, noch einmal kommt. Dazu braucht es ein österreichweites, gut etabliertes Testsystem, um jegliche Fälle sofort zu identifizieren und die Ausbreitung zu stoppen. Halten Sie die Grenzöffnungen eigentlich für richtig, die gestern angekündigt wurden? Die Grenzöffnungen sind dort sicher überlegenswert und aus meiner Sicht möglich gegenüber Ländern, die eine ganz ähnliche Infektionsentwicklung haben wie Österreich. Das ist zum Beispiel bei Deutschland der Fall. Deutschland hat wirklich die Infektionszahlen auch in den letzten Wochen auf ein Minimum runtergebracht. Also unter diesen Voraussetzungen kann man absolut über Grenzöffnungen zwischen Österreich und Deutschland zumindest nachdenken und diese auch ventilieren. Abschließende Frage noch, Frau Rendi-Wagner. Es gab in den letzten Tagen einige Videos von Funktionären, die auf Social Media geteilt wurden, wo sie heftig kritisiert wurden. Sie haben vergangenen Sonntag in der Pressestunde angekündigt, dass bei parteischädigem Verhalten Sie auch Funktionäre ausschließen wollen. Trifft das auf diese Funktionäre zu? Werden die aus der Partei ausgeschlossen? Ich sage Ihnen eines, wir haben eine sehr erfolgreiche Mitgliederbefragung letzte Woche gehabt und die stärkt uns nicht nur als SPÖ, weil wir ein großes Vertrauen von den Mitgliedern bekommen haben. Das ist doch ein Auftrag, weil die Mitglieder haben gesagt, sie wollen, dass die SPÖ nach innen ausdiskutiert, die Fragen und die Punkte, die es hier gibt, und nach außen geschlossen und stark auftritt. Das ist ein Auftrag und deswegen
das, was intern zu diskutieren ist, wird intern diskutiert. Da halte ich mich an das, was die Mitglieder uns vorgeben. Ärgern Sie sich über diese Querschüsse, die scheinbar immer aus der Niederösterreichischen Landespartei kommen? Ich sage Ihnen, ich habe derzeit so viel zu tun. Ich sehe, dass Österreich hier inmitten der größten Sozial- und Wirtschaftskrise als Corona-Folge steht. Das heißt, wir müssen hier als Politik dafür sorgen, dass das nicht zu einer großen sozialen Krise sich auswächst, zu einer großen Armutskrise sich auswächst. Da braucht es Maßnahmen seitens der Bundesregierung, die ich nicht sehe. Das sind meine Sorgen, wenn ich sehe, dass Künstlerinnen und Künstler kein Geld haben, um zu überleben, weil die Regierung offenbar auf sie vergessen hat, dann ist das etwas, worüber ich mich wirklich ärgere. Für andere Dinge habe ich wirklich keine Zeit. Frau Rendi Wagner, vielen Dank und schöne Grüße ins Parlament. Danke, Herr Fellner, alles Liebe. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und wir bleiben beim Thema Kunst und Kultur. Wir haben gleich eine spannende Künstlerrunde bei uns, die zu der aktuellen Situation in Österreich gleich diskutieren wird. Und dazu brauchen Künstler mehr Hilfen. Und was muss jetzt in der Kulturpolitik passieren? Kurze Pause, dann sind wir gleich zurück.